Wir möchten Ihnen heute die Top 4 Neuheiten des Z21-Systems vorstellen. Fangen wir mit einer ganz besonderen Innovation an, auf die sich viele schon seit der Ankündigung gefreut haben. Der Z21 ProLink. Das Konfigurieren Ihrer Z21-Komponenten wird damit zum Kinderspiel, ohne komplizierte CV-Tabellen, und er befindet sich bereits in der Auslieferung. Sehen wir uns das jetzt einmal näher an. Einfach das Z-Link-fähige Gerät anschließen. In unserem Fall ist es der Z21 Switch Decoder. Sofort werden alle Einstellungen am Display angezeigt. Bei unserer Straßenlaterne hier finde ich dieses Blinken noch etwas unnatürlich. Das möchte ich jetzt ändern. Die Laterne hängt an Ausgang 8. Die Einstellungen dafür können wir jetzt ganz einfach umstellen auf ein normales Dauerlicht. Auch der Bahnübergang blinkt noch nicht ganz, wie er soll. Wenn der Z21 ProLink mit Ihrem Z21 WLAN-Netzwerk verbunden ist, können die Einstellungen auch noch komfortabler mit unserer Z21-App vorgenommen werden. Im neuen Z21 ProLink-Menü werden automatisch alle mit dem Z21 WLAN verbundenen Geräte angezeigt. Jetzt stelle ich den Bahnübergang auf Ausgang 7 als Blinker ein. Und fertig! Wem diese Eingabemöglichkeiten noch immer nicht genug sind, kann die Einstellungen auch über das Z21 Maintenance Tool oder über den Webserver des ProLinks vornehmen. Natürlich werden wir Sie dabei wieder mit detaillierten Anleitungsvideos unterstützen. Diese werden in den nächsten Monaten erscheinen. Da der Z21 ProLink so viele neue Möglichkeiten bietet, wird unser Z-Link-System auch in Zukunft laufend erweitert. Unser zweites Highlight ist der Z21 Signaldecoder. Er ist speziell entwickelt für komplexe Lichtsignale. Der Clou daran ist, dass der Signaldecoder ebenfalls mit dem Z21 ProLink kompatibel ist. Dadurch lassen sich sogar komplexe Signale mit bis zu 24 Signalbegriffen der unterschiedlichsten Bahnverwaltungen ganz einfach mit wenigen Handgriffen einstellen. Durch die große Vielzahl an Signalen würde das Aufzählen aller Signale jetzt den Rahmen sprengen. Deshalb finden Sie in der Videobeschreibung einen Link auf die Z21-Website. Ich möchte Ihnen jetzt anhand eines Beispiels zeigen, wie einfach ein Signal mit dem Z21-Signaldecoder installiert und eingestellt werden kann. Dafür habe ich hier ein österreichisches Hauptsignal. Als erstes müssen wir wissen, wie wir das Signal am Decoder anklemmen müssen. Für den einfachen Anschluss haben wir alle vordefinierten Signale auf der Z21-Website aufgelistet. Hier sehen wir die entsprechende Klemmenbelegung und können das Signal einfach laut dieser Tabelle anklemmen. Jetzt müssen wir den Signaldecoder programmieren, damit er auch weiß, welches Signal angeschlossen ist. Dazu stecken wir einfach den Z21 ProLink an und stellen den Ausgang A auf dieses Signal ein. Schon ist der Signaldecoder fertig programmiert. In einem der nächsten App-Updates werden auch alle diese Signaltypen in die Z21-App integriert. Wie man auf diesem Demo bereits sieht, werden die Signale mit den passenden Signalbildern auswählbar sein. In der Steuerung wird dann das jeweilige Signalbild durch einfaches Antippen ausgewählt. Dadurch wird nicht nur das Konfigurieren, sondern auch die Bedienung so komfortabel wie nie zuvor. Alternativ können Sie den Z21 Signaldecoder natürlich auch über das Maintenance-Tool oder per CVs einstellen. Mehr dazu werden Sie in den umfassenden Videotutorials erfahren, die wir für Sie erstellen werden. Wenn Sie jetzt am liebsten gleich mit dem Z21-System loslegen möchten, haben wir zwei ideale Pakete für den einfachen Einstieg für Sie vorbereitet. Zum einen gibt es das Z21 Start-Basis-Set. Dieses beinhaltet die Z21 Start mit der kabelgebundenen Multimaus. Und zum anderen das Z21 Profi-Digital-Set, das die schwarze Z21 mit WLAN-Router und WLAN-Maus enthält. So genießen Sie den einfachen Einstieg, zusammen mit einem Preisvorteil. Auch die Freunde der großen Spuren können jetzt in den Genuss unseres Z21-Systems kommen. Denn unsere Z21 XL Series Zentrale ist bereits im Handel erhältlich. Der dazu passende Z21 XL Booster folgt bis Mitte des Jahres. Mit den 6 Ampere Ausgangsleistung ist die Z21 XL ideal für die Spuren 0, 1 und 2 geeignet. V
Vor allem bei größeren Arealen bietet die WLAN-gestützte Steuerung per Z21-App oder WLAN-Maus Vorteile mit hoher Reichweite und Übertragungssicherheit. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Neuheiten für Sie dabei und wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Wenn Sie keins verpassen wollen, abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal. Somit wünschen wir Ihnen viel Freude beim Erweitern Ihrer Anlage.